Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 17. Ja, ich habe heute eine Überraschung für euch. Und zwar, es wussten, oder es ja, wissen ja eigentlich viele, dass wir beim 140er DX einen Achsenschaden hatten vorne. Ja, diesen Schlepper gibt es nicht mehr auf diesem Betrieb. Ja, ich will heute Gülle fahren, aber ja, wir haben ja keinen Schlepper. Ja, den habe ich verkauft, der 140er. Aber nun haben wir ja hier jetzt, gestern Abend habe ich das Fass hier geholt vom Maschinenring. Das haben die neu. Ja, 14 Kubik gehen rein, nur der 313er vor dem Ding. Nee. Da muss schon ein bisschen mehr Leistung her. Und ja, ich habe eine Überraschung für euch und zwar. Ich habe circa vor 3, 4 Monaten was bestellt beim Werner. Und ja, ich würde sagen, wir fahren mal hin und gucken uns das mal an. Es ist nämlich gekommen. Ich habe vor 2 Tagen einen Anruf gekriegt. Es ist gekommen. Er braucht aber noch ein bisschen. Er muss es noch fertig zusammenbauen. Sprich, einige Extras kamen noch dran und so ein Kram. Aber naja. Gut, wir fahren jetzt einfach mal hin und dann, ja, zeige ich euch, was es ist. Bezahlt ist es schon, das seht ihr, das habe ich ihm gestern Abend überwiesen. Das ganze Geld. Ja, es war ein bisschen teurer, muss man schon sagen, ne? Ja, immer mit einem treuen Rodeo hier. Was ist denn hier? Landstraße 100, ne? Ups, das war schon ein bisschen mehr wie 100. Es soll aus sein Gehöft kommen, der Junge. So, den stelle ich mal hier hin. Den kann Gärtner herholen. Moin Werner, wo hast denn das Ding stehen? Hinten. Du musst da gerade noch was machen. Ich sag, ich kann schon los. Jo, wie ich bedienen, weiß ich. Gut, dann bedanke ich mich. Kohle ist angekommen. Jo, gut, passt. Mach's gut. Ciao. Ja, hinten auf dem Hinterhof steht's. Ja, das könnte schon passen, was hier für Spuren sind. Ja, da. Ist böse Batman-Check. Frisst den ganzen Käse weg. Wir haben einen neuen Schlepper gekauft. Einen 516er Fendt. Profi. Profi für den Delfin, oh, falls ich wer fragt, warum Frankgewicht dran ist, habe ich gleich mitgemacht, mitbestellt. 1,2 Tonnen für die Arbeiten, die der machen soll. Perfekt. Oh, der sieht richtig schön aus. Geil, geil, geil. Was habe er für Bereifung drauf gemacht? Ja, 6,50 und 45. Jo, das sind schöne Schlufen. Das passt. So, lass mal los. Oh, wie fahre ich denn den jetzt? Ah, hier. Hupe ist ja schwul. Naja, da muss er nochmal was. Der LKW-Hupe oben drauf. Ah, das macht echt Spaß mit der Kiste. Aber lass mal gucken. Scheiß. Ich habe ihn dazugelassen. Ich habe gar keinen. Oh, da habe ich jetzt echt dran gedacht. Papiere, das weiß ich, die habe ich. Die hat er unten hingemacht. Oh. Naja, hol ich nach. Jetzt fahren wir erstmal schnell heim. 50 läuft da. Einzige, was ich ein bisschen schade fand, er hat. Nur 4 Töppe, keine 6. Aber der 7er wäre viel zu teuer gewesen.
Und wenn wir dann nachher mal ein Sieb, also jetzt muss erstmal anklotzen hier. Und wenn wir dann irgendwann mal einen Siebener haben, dann kann der die ganz schweren Arbeiten machen und der ist dann ja, für die halbschweren Arbeiten gedacht. Aber im Moment, also ich denke mal, der erreicht trotzdem gut. Hat ja trotzdem 160 Pferdchen und ja, passt, ne? Der sieht lecker aus. Aber was kann der noch? Ah, i. Erstmal Schwaben auf. Hier haben wir die Tablets. Aber naja. Ja, wir wollen jetzt hier mit Gülle fahren. Freue ich mich schon drauf. Wir haben ja über 300, ja, 300 Kubik Gülle. Die bringen wir jetzt hier mit aus. Ja, so ist das. Ja, wenn das Gerd sieht, Junge. Ja, Betriebskonto. So. Ach, oben Anhänger, oben muss ich Supermarkt gleich runter machen. Ja, der 300er ist so im Winterschlaf, den wollte ich aber nachher mal holen. So, jetzt geht's endlich wieder los mit der Feldarbeit. Ich hab's schon satt, dieses ganze andere Gemähre. So, die gezapfte Welle. Hat er nicht. Hä? Komisch. Naja, läuft. So, die Lenkachse soll er mal machen, weil sonst wird es ein bisschen schlecht. Ja, ich fahre jetzt erstmal so gullig. Nachher muss ich ihn noch zulassen. Aber jetzt wird erstmal Gülle gefahren, solange wie es geht. Ja, die Sperrfrist ist seit gestern weg. Wir dürfen seit gestern wieder fahren. Ich gleich hier das neue Fass geholt. Das hat gestern Abend auch schon mal einer gehabt. Er hat aber nur ein paar Fässer damit gefahren, weil seine Böen da nicht gingen. Aber ich habe hier schon mal geguckt, das müsste eigentlich klappen und wir dürfen keine größeren Spuren machen. Ich fahre jetzt gleich, weil ich weiß nicht im Frühjahr, wie ich fahren soll. Ich will nicht viel kaputt machen, das ist mein Problem. Letztes Jahr habe ich ja auch einen Teil schon Anfang Frühling dann erst gefahren. Und ja, deswegen, da haben wir mehr kaputt gemacht, wie das es gebracht hat. Und ja. Ja, Silo wird auch langsam alle. Deswegen, ich muss dann nur noch mit Heu füttern die letzten Tage, denke ich. Aber ja. Bald ist ja eh erster Schnitt, so ewig dauert es ja gar nicht mehr. So, dann gucken wir mal, wie wir da auf die Fläche draufkommen. Oh, himmlisch, wenn ich das gespannt sehe. Oh, schicker Fendt. So, ich fahre jetzt hier ein bisschen mal Allrad rein. So, aber auf die Gerste. So, ich denke mal, das müsste passen. Ja, im Moment machen wir ja noch nichts kaputt. Es ist ja dann. Dann erst. So, dann. Ich weiß ja, die Breits streut. Ich glaube, verteilt. Ich glaube, 14 Meter. Ja. Lass sie wachsen. Oh, lol, lass ich sie wachsen. Glaubst du denn nicht? So, wir dürfen nur 15 Kubikmeter fahren auf dem Hektar, deswegen Gas geben. So, das müsste passen. So, gleich rum und wieder dran. Ja, mit GPS hat er auch. Er hat GPS, der 313 hat auch GPS. Aber da beim Güllefahren fahre ich damit nicht, weil unsere Flächen sind so unförmig. Dann überlappe ich lieber was, aber es klappt einigermaßen. Aber das Fass gefällt mir und der Schlepper auch. Siehst du, muss er gleich arbeiten hier. Nix, erstmal angeguckt werden. Nee, nee, der muss schaffen. Kein Tit für so Spielkram.
Das macht wieder Spaß, Junge, mit dem gescheiten Schlepper. Also, der andere, der Deutz, das tut mir natürlich in der Seele weh, dass ich den verkaufen musste. Aber das hätte so viel Geld gekostet und er muss ja was schaffen. Von daher habe ich gedacht, komm, kaufen wir einen Schlepper. Aber das ist auch jetzt erstmal der einzige neue Schlepper, den wir jetzt mal kaufen. Wenn dann die Deutz, die sollen ja irgendwann auch mal ausgetauscht werden. Da kommt aber dann noch mal was Älteres dann wieder her. Oder was Gebrauchtes oder irgendwie sowas. Na, gucken. Aber hoffentlich auch wieder Deutsch. Naja, so ist er. So, aber unsere Pflanzen, die kriegen jetzt schön Gülle. Das ist doch schon mal schön. Dann ist gleich wieder die erste Ertragsverhöhung. Da müssen wir noch zweimal mit dem Düngerstreuer drüber, zweimal mit der Spritze und dann klappt das. Ja, so ist er. Aber ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns bei der nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Janni. Ciao.